1000 Krankenhauseinweisungen aufgrund von Arzneimittelnebenwirkungen. Davon sind rund 70.000 lebensbedrohlich und etwa 16.000 enden tödlich. Der menschliche Körper wird als eine Art Biomaschine gesehen, Krankheiten als biochemische oder physiologische Entgleisungen, die jederzeit wieder repariert werden können. Die Folge ist eine kaum mehr vertretbare Ersatzteilmedizin. Wesentliche Dimensionen des Individuums Mensch, wie soziale, seelische oder geistige Bezugsebenen, die für alle Erkrankungs- und Heilungsvorgänge von Bedeutung sind, bleiben dadurch vollkommen ausgeklammert. Traditionelle medizinische Vorstellungen vom Heilen werden in der modernen Medizin oft nur belächelt und man fixiert sich auf die reine Symptombehandlung. Die Erforschung der wirklichen Ursachen unserer Krankheiten ist jedoch wesentlich sinnvoller, billiger und aussichtsreicher, als immer wieder neue Experimente mit wehrlosen Tieren durchzuführen, die sich nicht einmal als Modell für unsere Krankheiten eignen. In jüngster Zeit wurde durch umfangreiche Studien mit kranken und gesunden Menschen der Einfluss unserer Lebensweise auf die Entstehung und den Verlauf verschiedener Krankheiten untersucht. Es konnte eindeutig nachgewiesen werden, dass die heutigen Zivilisationskrankheiten weitgehend durch Faktoren wie Rauchen, Alkoholmissbrauch, falsche Ernährung, Stress und mangelnde Bewegung bedingt sind. Kein einziges Tier muss für diese wichtige Untersuchung leiden und sterben. In weiten Bereichen der medizinischen Forschung konnten bereits jetzt schon Tierversuche durch In-vitro-Studien mit Zellkulturen, Gewebeproben, Mikroorganismen, Computersimulationen ersetzt werden. Die Möglichkeiten der In-vitro-Methodik sind noch längst nicht ausgeschöpft. Viele Eigenschaften wie Giftigkeit, krebsauslösende, erbgutverändernde Wirkungen von unterschiedlichen Substanzen lassen sich im Reagenzglas untersuchen. Die Wirkung von neuen und alten Medikamenten können in vitro im Detail beobachtet werden. Viele völlig neue Wege mit wissenschaftlichen Forschungsmethoden, die im Gegensatz zum Tierversuch für den Menschen wirklich relevante Ergebnisse liefern, wurden in den letzten Jahren beschritten. Wege, mit denen Tierversuche nicht ergänzt, sondern in ihrer Aussagekraft weit übertroffen werden. Immer mehr Ärzte und Wissenschaftler fordern die umgehende Abschaffung aller Tierversuche aus medizinischen und ethischen Gründen. Der Tierversuch stellt nicht nur eine besonders grausame und deshalb unethische, sondern auch eine unwissenschaftliche Methode dar, die im Interesse von Mensch und Tier auf schnellstem Wege abgeschafft und durch sinnvolle, humane Verfahren ersetzt werden muss. Vielen Dank, Frau Witz. Ich darf vielleicht überleiten zu Herrn Sabo als Vertreter der Laborforschung. Okay. Also ich habe keine solche lange Statement vorbereitet. Ich wollte als Chirurg sehr kurz erstmal Stellung nehmen und dann die Diskussion die Argumente entfalten lassen. Ganz kurz war das Thema Notwendigkeit, Wissenschaftlichkeit und ethische Vertretbarkeit. Da würde ich ganz einfach sagen, also im wissenschaftlichen Standpunkt, und da würde ich natürlich mit diesem plakativen Statement, was vorher gehört haben, in sehr vielen Punkten später widersetzen. Also Wissenschaftlichkeit ja, Notwendigkeit, das sehe ich auch ja. Da hier, weil ein bisschen Zeit haben, würde ich eine kleine Geschichte von unserem Fach erzählen, die vielleicht das verständlich macht, warum man sowas macht. Das sind nicht Medikamente, sondern ganz einfache Herzklappen, wo man denken würde, Herzklappenersatz ist eine von unseren Hauptgeschäften heutzutage, ist eine Routineoperation und damit rettet man Tausende von Leben jedes Jahr hier in Deutschland. Und diese Herzklappen kann man natürlich am Computer planen, macht man das auch so, kann man so kleine Röhrchen bauen, in diese Röhre, diese Klappen einbauen und die Strömungsdynamik zu untersuchen. Aber wie das tatsächlich dann im Leben der Organismus funktioniert, das lässt sich in der Reagenzglas nicht untersuchen. Und es ist tatsächlich so, dass man über diese Tierversuche überhaupt erstmal die ersten Klappen entwickelt hat. Und auch als diese ersten Klappen in den 60er Jahren implantiert wurden,
eine Weiterentwicklung notwendig war, dass man heutzutage solche Herzklappen haben, die ewig halten, in Anführungszeichen, ewig halten. Und diese Entwicklung geht weiter. Wir versuchen jetzt aus eigener Gewebe diese Klappen zu züchten. Und da kommen wir zu den erfolglosen Versuchen, wo ich kurz nochmal darauf im Blick werfen will. Das hat man auch in der Allianzglas angefangen, hat man versucht von Kunststoff, von Polymeren, die menschliche Herzklappe nachzubilden und damit menschliche Zellen zu besiedeln. Und das hat in der Allianzglas wunderbar geklappt. Dann hat man aber gesagt, erstmal machen wir Tierversuche, ob die halten. Und jetzt kommen wir zu einer Erfolglosigkeit. Das hat, diese Tierversuche haben eindeutig gezeigt, obwohl das im Reagenzglas als eine menschliche Herzklappe aussah, dass es überhaupt nicht hält. Und natürlich wäre das eine sehr fatale Geschichte, wenn man das direkt an Menschen ausprobiert hätte. Und jetzt gehen wir zu der ethischen Vertretbarkeit. Denke ich, das ist ein Punkt, wo ich weniger der Experte bin. Und ich bin auch sehr dafür, dass man diese Versuche unter sehr geregelten Bedingungen durchführt. Und ich würde hier nur einen Punkt ansprechen, dass man natürlich immer wieder Wissenschaftler findet, die aus welchem Grund, wie immer, finanzielle Gründe oder Ehrgeiz oder wie immer, diese Rahmen nicht einhalten und auf diesen Grund natürlich schlechtes Licht auf die Tierversuche und auf die Arbeitssuchenden, die mit Tieren arbeiten, werfen. Die kommen natürlich auch in den Medien. Also ich denke hier sehr wohl notwendig eine entsprechende Kontrolle oder wäre eine entsprechende Kontrolle notwendig. Ist es aber auch so, und dass die Zahl, dass 99% der Tierversuche durchgehen, ich denke, das ist, bedeutet nicht, dass man die gesetzliche Änderungen umsonst gemacht hat, sondern dass man die Leute sehr wohl überlegen, ob solche Tierversuchsantrag stellen, und nur Leute da sowas stellen und dann unter solchen Bedingungen, dass man zumindest unter der jetzigen Gesetzgebung auch akzeptieren muss. Vielen Dank, Herr Sabo. Herr Bauer. Ja, meine Damen und Herren, ich habe mir auch ein kleines Statement aufgeschrieben. Und das hat damit zu tun, dass wir ja von der Ethik als philosophischer und wissenschaftlicher Disziplin in der Regel erwarten, dass sie rational begründete, universalisierbare und eindeutige normative Antworten auf moralische Fragen geben kann. Darum sind wir hier heute auch hier. Heute geht es nun darum, ob Tierversuche in der medizinischen Forschung ethisch zulässig sind oder nicht. Als Medizinethiker muss ich Sie da nun zunächst enttäuschen. Eine letztbegründete und insoweit absolut sichere Antwort kann die Ethik auf die Bioethik nicht liefern. Jede konkrete moralische Aussage lebt nämlich von den und innerhalb der Grundvoraussetzungen, mag man die nun Dogmen, Axiome oder Prämissen nennen, die der Ethiker jeweils gewählt hat. Dies gilt infolge des begründungstheoretisch bedeutsamen Münchhausen-Trilemmas, das der Mannheimer Philosoph Hans Albert aufgestellt hat, wonach jeder Versuch einer Letztbegründung entweder in einen dogmatischen Abbruch, einen unendlichen Regress oder in einen Zirkelschluss mündet. Für deontologische ebenso wie für konsequenzialistische Moraltheorien. Die Priorisierung des Menschen durch seine theologisch begründete Gottesebenbildlichkeit oder seine vor allem von Kant und dessen Nachfolgern rationalistisch fundierte Vernunftfähigkeit stellt in gleicher Weise eine zulässige, wenngleich problembeladene Wahlmöglichkeit dar, wie die vor allem im Utilitarismus, aber auch in der Mitleidsmoral gängige ethische Emanzipation der Tiere, die sich auf die mehr oder minder menschenähnliche Leidensfähigkeit unserer sogenannten Mitgeschöpfe beruft. Ein Streit darüber, ob nun die eine oder die andere Philosophenschule objektiv recht hat, erscheint mir wegen der in jedem Falle fehlenden Letztbegründbarkeit deshalb interessant, aber im Endeffekt nicht problemlösend. Moralische Tatsachen, und hier halte ich es mit dem kalifornischen Philosophen John Searle und dem Luzerner Philosophen Raphael Ferber, sind eben keine natürlichen Tatsachen, die wir draußen in der Welt vorfinden oder entdecken, sondern es sind institutionelle Tatsachen, die wir selbst für unseren sozialen Gebrauch erzeugen. Die Möglichkeit, dass hinter diesen von uns gemachten Tatsachen vielleicht doch objektive, dann aber metaphysische Realitäten stehen,
kann in einer der Metaphysik und der Religion abgewandten säkularen Welt jedenfalls nicht mehr allgemein verbindlich kommuniziert und durchgesetzt werden. Genau aus diesem Grund findet eine säkulare Moral keinen festen und unerschütterbaren Grund. Das ist der Preis der von liberalen Geistern so gerühmten Marginalisierung von Religion und Metaphysik. In einem pluralistischen demokratischen Staat ist es deshalb wesentlich und für alle Bürger verbindlich, welche im Prinzip stets revidierbaren ethischen Vorentscheidungen die Rechtsordnung geschaffen hat. Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland gilt hierzulande als die Minimalmoral der Deutschen. Seit dem 1. August 2002 hat der Tierschutz Verfassungsrang, in dem Artikel 20a des Grundgesetzes dem Staat auferlegt, auch in Verantwortung für die künftigen Generationen, die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere,